Ja, endlich auf Einkaufstour. Könnte man meinen, tatsächlich, die Kurse sind so stark eingebrochen, aber wir haben das mehrfach schon erwähnt. Tatsächlich sind die Chancen auf der Unterseite immer noch relativ stark. Wir müssen damit rechnen, dass der Kurs weiter runter geht. Heute Morgen hat der DAX das schon mal gezeigt, bis jetzt zumindest mal schon eben gerade 2% im Minus, auch die amerikanischen Indizes fast 1,5%, nicht ganz vielleicht. Aber in einer so starken Bewegung, dass man im Moment zumindest mal nicht davon ausgehen kann, dass das ein Versehen ist, sondern das sieht schon so aus, als ob da ein bisschen ein System dahinter steckt. Tatsächlich haben wir es ja schon angedeutet im Chart, heute jetzt mal ohne den Chart, aber im Chart angedeutet, dass wir eigentlich eine bessere Chance haben nochmal nach unten. Bis jetzt hat der Kurs sich zwar ganz gut wieder erholt von dem Zwischentief, allerdings ist jetzt eben auch nur das Mindestausmaß dabei gesehen und hat danach ganz schnell wieder gesagt, wir wechseln dann doch nochmal wieder die Richtung und im Moment sieht es mal so aus. Noch ist aber allerdings zumindest mal im etwas größeren Bild, zum Beispiel auf Stundenbasis, nicht unbedingt Panik angesagt, sondern wir haben dann eine Situation, dass wir eigentlich noch stabil sind in einer Aufwärts- sagen wir mal, Korrektivbewegung. Erst wenn wir das letzte Zwischentief, das muss man selber jetzt rausfinden. Ich habe es schon mehrmals gezeigt, jetzt in den letzten Tagen mal am Chart. Gegebenenfalls selber nochmal gucken, ob man da was findet. Da gibt es dann die Möglichkeit, sich rein triggern zu lassen. Für die Short-Seite zumindest wäre das einigermaßen nachvollziehbar. Das wäre eigentlich das typische Bild. Solange wir allerdings oberhalb sind, ist es in diesem etwas größeren Bild noch nicht angesagt, jetzt schon auf die Verkäuferseite unbedingt zu gehen. Das wäre im größeren Bild zu früh. Wer jetzt allerdings ein bisschen aktiver sein kann und will, der hat die Chance zum Beispiel im 10-Minuten-Chart, oder 10 Minuten, 15-Minuten-Chart oder 5 Minuten, natürlich auch im 10-Minuten-Chart, irgendwas dazwischen, also in einer kürzeren Zeitebene zu gucken, ob es nach diesem nächsten Schub, den wir jetzt haben, mal wieder was Wackeliges nach oben gibt, um sich dann nochmal nach unten eintriggern zu lassen, auf der kleineren Ebene. Dann kann man möglicherweise sogar beide spielen, nämlich einerseits das kleine Bild für den Entry und den relativ einfachen und kleinen Einstiegsstopp und dann das Bild allerdings nach unten laufen lassen, wenn dann nämlich die kleine Position oder die auf kürzerer Zeit initiierte Position, muss man korrekt sagen, wenn die nämlich dann das nächste Zwischentief triggert, wäre das eigentlich eine perfekte Situation, um dann eben auch das dringend laufen zu lassen, weil wir dann in die größere Schiene reinkommen und dann ja eine Menge mehr noch zu erwarten haben. Das mal als eine Idee für den heutigen Tag zumindest mal. Wollen wir also gucken, was der Markt kann, ob er sich noch mal ein bisschen erholt. Im Moment sieht es noch nicht so danach aus, trotz alledem im Auge behalten, ob die entsprechend angedeuteten Marken tatsächlich getriggert werden. Aber Augen auf, denn noch ist es aus meiner Sicht nicht der richtige Zeitpunkt, um richtig einzukaufen für das ganz große Bild. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute hier aus dieser Einkaufspassage mitten in Tokio, Nakano, wer es sich ein bisschen auskennt hier, diese Einkaufspassage, relativ praktisch, weil überdacht. Man ist also hier zumindest mal vor Niederschlägen geschützt. In diesem Sinne alles Gute.